Flughafen würde ich dann eher noch tendieren. Hier ist war noch nicht so ausgebaut. Will sehr viel Industrie will wieder her. Na klar, ich schätze mal, ich werde gerade soweit jobtechnisch alles haben, ha? Ja, wobei, ich habe immer noch 2000, Leute. Also mehr Jobs als Angestellte. Habe ich immer noch. Oh, wir haben 11 Uhr. Ups. Aber die Industrie will schon wieder her. Jetzt weiß ich halt nicht. Ich hau die jetzt ungern. Weil die haben hier überall jetzt halt eigenen Verkehr, eigene Verkehrswege. Die Industrie. Scheiß auf, ich hau die ungern hierher. Peng. So. Das war nicht weit. So. Peng. Die haben eigene Verkehrswege. Also wenn das nicht gut ist, weiß ich auch nicht mehr. Was sollst du noch machen? Vielleicht denen noch ein bisschen Wasser geben. So. Hier nochmal her. Ich glaube. Ah, Ticken mehr. Scheiße. Nein, keine Brücke. Blödspiel. So. Hier nochmal Industrie her. Herstellende Industrie. Zack, zack. Die haben mittlerweile ihre eigene Verkehrszufuhr. Das kleine Feld hier eigentlich. Hier. Rüber. Wenn das nicht reicht, weiß ich es wirklich nicht mehr. Hm, ist hier unten. Oh, da ist echt ein Fleck ohne Wasser. Entschuldigung. So. Kann nicht mehr passieren. Fährt aber auch echt schon viel rum. Muss man schon sagen. Aber egal, ob hier viel rumfährt oder nicht. Hm, 2400. Da. Brauche ich meine gedachte Linie. Gedachte Linie. Zack, boom. Neue. Hm. Kann ich es einfach mal anhängen? Wenn ich das so verbinde? Nee. Wäre blöd. Ich möchte aber nicht so extrem viele haben. Kreisverkehre. Vielleicht sind es auch wirklich zu viele Kreisverkehre. Vielleicht hätte ich es wirklich so eher machen sollen wie hier. Oder wie hier oben. Wo es nach. Wo es. Wirklich ein Kreisverkehr. Also, dass ich hier vielleicht nur einen Kreisverkehr gemacht hätte und hier nach links und rechts weggeht. Vielleicht wäre das besser gewesen. Weiß ich nicht. Vielleicht wäre das wirklich deutlich besser gewesen. Dass ein Kreisverkehr gleich zwei Hauptstraßen sozusagen. Übernimmt. Oder hier übernimmt er sogar drei. Aber da ist jetzt nicht so viel Verkehr, komischerweise. Nur wenig Verkehr. Dann hätte sich's weniger durchgestaut, weil der Verkehr vielleicht flüssiger gelaufen wäre. Weiß ich jetzt nicht. So.
Wir bauen aber gleich das nächste Gebiet weiter. Zack. Ich brauche meine Gedankenlinie. Zack. Zack. Was es mit dem Verkehr macht, dann echt fertig. Das ist echt nervig. So. Kurze Pause. Und hier kommt ein neuer Kreisverkehr. Ja, könnte passen. Hey. Mal zu. Das ist ja mal zu schön, um wahr zu sein. Du hast einen Fehler drin. Wo habe ich einen Fehler drin? Mach mich nicht schwach, Chris. So, so. Oh nein. Ja, ich sehe ihn an. Ich hab gesagt, du sollst mich nicht schwach machen. Siehst du aber die blöden Pfeile auch so scheiße, wenn es regnet. Es regnet. Aber wurscht. Machen wir doch mal. Wir haben genug Geld. Flach und ganz. Ach, wir haben eh genug Geld. Warum halt das Stadtviertel nochmal neu auf? Was wir gerade gebaut hatten. Scheiß doch drauf. Es ist nervig. Ich will schon richtig, ich will schon gescheit haben. So. So. Jetzt müssen wir doch diese fucking Autobahn daran kriegen, ohne dass irgendein Teil von dem Kreisverkehr 500 Kilometer weiter weg im Weg ist. Hier können wir nicht ran. Hier muss der ran. Okay, weiter geht's. Die Straßenbahn hätte ich ja auch mal ausprobieren können. Eigentlich. Die Straße. Aber die gibt's halt leider auf denen nicht. Die sind nur da. Vierspurige mit Straßenbahngleisen. Mittleres Verkehrsaufkommen halt nur. Bei denen gibt's halt hier. Leiter. Die gut riechen grau. Leiter. Nichts. Krankenhaus, Krematorium, schön neben Krankenhaus hin, so, naja, wenn die Operation nicht glückt, das Krematorium ist gleich nebenbei, U-Bahn habe ich mir auch schon überlegt, da bin ich eigentlich gerade ein bisschen faul, das zu bauen, weil es eigentlich auch nicht schwer, nicht tragisch ist, aber die ist so teuer und die rechnet sich kaum, das ist eher das, was ich denke. Also die ist wirklich schweineteuer, die U-Bahn, finde ich. Aber, und Geld bringt die überhaupt fast nix, ey. Das ist das. Die Schweine, übelst teuer ist die. Die bringt auch nichts ein. So, und zwar. Hier unten mache ich wieder Gewerbe. Mal auch mal hier so her, weil die ja ein bisschen mehr schreien als Bevölkerung gerade. Mache ich hier auch nochmal Gewerbe hin. Ich glaube, hier vielleicht auch nochmal Gewerbe. So. Aber das geht immer ruckzuck runter. Es ist nicht viel. Was das immer ist.
Oh, hier auch nochmal ein Gewerbegebiet hin. Das ist echt oft nicht viel. Das Gewerbegebiet baue ich übrigens auch absichtlich immer nah an die Autobahn. Oder warte. Dann mache ich normales Wohngebiet. Mache ich hier oben Gewerbegebiet. Neben dem Bahnhof. Ist auch, sind auch kurze Wege nur. Und hier mache ich das so. Jetzt muss ich eigentlich nur noch Wasser legen und dann den Verkehr einstellen wieder. So, hier runter. Spiel angehalten. Ja, ich weiß, dass das Spiel angehalten ist. Das nervt mich auch ein bisschen an City Skylines. Sogar ein bisschen, ach, dass es einem immer alles sagen will. Ist, als ob dich das Spiel für blöd hält. Ich weiß, ich bin doof, aber vielleicht nicht so doof, wie du gerade denkst, wie du denkst, Spiel. Ein bisschen doof darf man doch sein. Warum ist das hier? Ich das hier gar nicht gemacht? Stoppschild. Stoppschild. Hier. Doch, das, ich bin mir sicher, dass ich das eingestellt hatte. Zack. Zack. Hier haben wir ja überall eigentlich nichts. Kann ich eigentlich auch gleich. Stopp. Hier hätte ich gerne Ampel. Wobei, der fährt eigentlich hier mehr durch. Auch mal keine Ampel. Hier auch erstmal keine Ampeln. Hier auch überall eigentlich keine. Ich weiß gar nicht, wie das war, bevor man es eingestellt hat. Waren da dann immer automatisch Ampeln da oder sind die einfach gefahren, wie sie wollten? Mit U-Bahn könnte man natürlich auch. Aber mit U-Bahn kriegst du halt nur, wenn ich so schaue, wir haben 2000 Bürger die Woche, die nur mit dem Bus fahren. Und 14 Touristen. Das ist jetzt nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Das ist halt wirklich eigentlich sogar sehr wenig. Ich überlege, ob ich hier jetzt einfach noch eine Straße mit her so baue. So, um das hier ein bisschen mit auszunutzen. Automatisch Ampeln? Habe ich nie drauf geachtet. Habe ich echt, ehrlich gesagt, nie drauf geachtet. Hätte man noch... Gut, Flughafen hatten wir noch nicht gehabt bis jetzt. Doch, haben wir auch schon gehabt. Flughafen haben wir auch schon gehabt. Haben wir auch schon gehabt. Kommt ja als nächstes eh hier noch mehr Bums. Sachen Strom und Metropole, das sind 70.000. Ich glaube, wir hatten schon mal 100.000 Einwohner. Hatten wir schon mal. Den Flughafen hatten wir schon mal. Aber langsam geht halt der Wachstum runter. Denn hier oben fehlen echt ein bisschen die Arbeiter. Aber... Route benötigt. Ja, ich weiß, dass der Hafen eine Route benötigt. Das ist mir, denke ich, schon ein bisschen bewusst. So, so. 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 So, und du gehst jetzt einfach hier unten mit ran. An die Haltestellen von denen. Weil dann bekommst du automatisch Leute. Nein, nicht hier. Ach, du bist eine Einbahnstraße. Bekommt er nämlich automatisch die Leute zusammen und abschließen. Dann kommen hier auch die Leute her. Das Problem ist, hier ein Passagierbahnhof herbau ist für ein... Gut, hier könnte ich einen Passagierbahnhof, hier könnte ich einen Passagierbahnhof. Könnte ich hier rüber? Aber wo baue ich ihn hier hin? Da muss ich ganz schöne Gebiete opfern. U-Bahn. Ich denke, ich tendiere trotzdem langsam, dass wir mal eine U-Bahn mit ranbauen. Und nicht nur das, wir müssen mal hier unsere Leute vielleicht mal, hier ein bisschen die Haltestellen mit herbauen. Denke ich mal.
Ich denke aber auch, dass bei mir, soweit wenn ich so durchschaue, alles mit dem Bus erreichbar ist. Denke ich schon, dass alles mit dem Bus erreichbar ist. Hier habe ich einen Fehler drin. Das ist eine Einbahnstraße und das ist eine Einbahnstraße. Muss ich mal kurz wegmachen. Ja, nee, nicht sauer sein. Und das sollten keine Einbahnstraßen sein. Hier sollten keine Einbahnstraßen sein. Warum baue ich denn so einen Scheiß immer? Warum baue ich denn immer solche Fehler? Das fällt mir gar nicht auf. Bis dann, wenn ich mir... Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich anfange, mit die Busse zu hantieren, dann fällt mir das immer auf. Liegt vielleicht daran, weil es dann auf einmal anfängst, wirklich auf die Routen zu gehen. So. So. Zack. Zack. Hier. 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 Und jetzt fahren wir vielleicht noch das Eck hier hinten ab. Da. Da. Hier. Weil ich es doch relativ mit einem Planaufbau immer die Routen, sodass halt jede Straße versorgt ist. Es hier ist jetzt zum Beispiel blöd, weil ich von da komme und hier oben da aber nicht rüberkomme. Soll halt einfach mal da runterfahren. Hier runter. Und fahren wir einfach das Gebiet hier drüben ab. Zack. 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 Ich denke eh schon, das ist echt groß. Warte mal. Zack. Zack. Und dann soll ich hier rumfahren. Ich denke eh, das ist schon ziemlich groß geworden. Ich weiß gar nicht mal, wo der Anfang ist. So, aber auf jeden Fall hier noch die anderen Bushaltestellen mit ran. Wo ist denn der Anfang? Ach, da hinten. Um das mit den anderen... Linie unfertig, da will ich ja gerade hin. Peng. Um das mit ein bisschen mit den anderen Linien wieder zu verbinden. Jetzt fahren wir hier noch die Linie ab. Für das kleine Gebiet hier. Vielleicht mache ich die Bushaltelinien oder die Buslinien auch viel zu groß. Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, ob die zu groß sind oder ob die vielleicht sogar so passen. Zack. Wenn die natürlich so passen, wäre es natürlich cool. Zack. Verbunden. Palazzo-technisch. Immer gut aufgestellt. Aber wir müssen unseren District wieder machen. Wir müssen hier einen neuen District machen. Und den würde ich auch hier aufpassen. So. Blub. Hier hinten ist nicht so wichtig. Aber hier ist wichtig und hat geklappt. Okay. Gucken wir mal kurz durch. Energie. Schaut gut aus. Wasser. Heizung. Ist okay. Wasser. Ist okay. Müll. Okay. Müll. Ist okay. Gesundheit. Ist okay. Feuer? Haben da immer noch Feuer? Ich habe keine Ahnung. Eine Feuerwache direkt nebenbei dran. Ich habe sie Kinder, die gern zündeln oder zündeln selbst. Bildung. Okay, die frisch eingezogenen sind immer ein bisschen doof anscheinend. Ist aber alles soweit okay. Kann ich mich nicht beschweren.
So, U-Bahn. Was ist das? Ach, das ist die Straßenbahn. Das ist das Straßenbahndepot. Das wäre auch cool. Die Straßenbahn wäre schon geil. U-Bahn. Zug haben wir. Zug will ich nicht. U-Bahn. Auf der Oberfläche hast du halt immer nur so ein kleines Quadratchen. Eigentlich. Das wäre ja gar nicht tragisch. Eine U-Bahn. Zwei U-Bahn. Drei. Hier. Ich will mit der U-Bahn jetzt mal schauen, dass ich die ganze Stadt miteinander verbinden kann. Das wäre so mein Ziel jetzt mit der U-Bahn. Die Stadt zu verbinden. Die hat halt auch immer wieder ein bisschen Lärm. Das mag ich halt gar nicht. Dass das Zeug immer ein bisschen Lärm hat. So. Aber ich glaube, das kannst du kaum vermeiden, dass da gar kein Lärm ist. Hier braucht man nichts mehr. Ich glaube, das kannst du echt nicht vermeiden, dass du keinen Lärm hast. Ich würde ja gerne mal eine Stadt bauen, nur aus Hochhäusern. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ja? Eine Stadt nur auch oder aus dicht besiedelten Gebieten. Nichts anderes, nur dicht besiedelte Gebiete. Aber ich glaube, dann kommen wir mit dem Verkehr, haben wir wirklich mit dem Verkehr keine Chance mehr. So. Ich denke, das sind jetzt genug U-Bahn-Stationen. Beschweren sich eh schon. Schlechte Idee, sag ich doch. Und es soll, finde ich, jetzt einfach nur hier ein großer Kreis sein. Wo das Zeug durchfährt. So, wie ein Kreis in Anführungszeichen. Die Stadt geht unter, wenn du noch Hochhäuser machst. Der Verkehr ist der Tod dann. Ja, es gibt ja Richtlinien für keinen Verkehr. Aber dann brauche ich wirklich eine verdammt gute Infrastruktur. Aber es gibt, ich kann ja Richtlinien machen wie hier Elektroautos etc. Stimmt eigentlich. Wir haben ja gar keine Richtlinie für Elektroautos. Wir haben ja stinknormale Verbrennerautos momentan noch. Die hier rumfahren. Aber trotzdem. Du merkst es jetzt nicht an irgendwie Luftverschmutzung etc. Ist jetzt nichts, dass ich sage, okay, ich sollte vielleicht doch mal. So. Und hier, das ist jetzt unser Startpunkt. Neue Linie. Wir fahren jetzt einfach hier die Linie komplett ab. Zack. Hier, hier. 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 Hier, hier. Ich weiß nicht, ob das die Linie zu groß ist wieder. Ich habe keine Ahnung. Ich bin halt kein Städteplaner oder sowas. Aber ich spiele das einfach. Bis jetzt, es funktioniert ja einigermaßen. Meine Städte wachsen und wachsen und wachsen. Und wachsen. Bis dann irgendwann der Punkt erreicht ist, wo dann einfach nie gar nichts mehr wächst. Wo keiner mehr rein will. Weil das ist dann der Punkt, wo du irgendwie unten 20, 30 Millionen stehen hast. So, so, so. So. Jetzt wieder zurück zum Anfang. Linie abschließen. Jetzt haben wir hier eine U-Bahn. Wir können halt die U-Bahn nicht anschauen. Wie viel damit fahren? Wie so einen Bus anklicken oder den Zug anklicken?
Wieso habt ihr Wasserprobleme? Nee, ihr habt... Ihr habt keine Arbeiter. Da kann ich ja nichts machen. Was soll ich denn machen? Häuser sind genug da. Kaffee ist keiner da. Und ich denke, meine Freundin ist schon im Bett. Deswegen müsste ich jetzt meinen Kaffee selber machen. So, jetzt haben wir die U-Bahn. Und damit ist noch keiner gefahren. Weißt du, U-Bahn ist teuer, wenn ich so rechne. 15.000 kostet eine Station. Und das ist auch nicht pro Zelle. Weil es alles unterirdisch ist. Also die U-Bahn möchte ein bisschen Geld haben. Wenn ich mir Budget anschaue, was unsere Busse kosten für $900. Was nix ist. Wirklich nichts ist. Und 10.000 die U-Bahn. Und 7.000 die Züge. Ja, das ist schon irgendwas. Straßenbahn gar keine. Aber ich tendiere vielleicht die U-Bahn nachts nur noch so auf 50% laufen zu lassen. Und tagsüber dafür auf 150%. Das gleiche würde ich aber auch gerne mit den Bussen machen. Scheiß drauf, die Busse fahren immer 150, weil die kosten eh nix. Wann lasse ich tagsüber aus? 100%, wenn das mir zu teuer ist. Ist mir einfach zu teuer. Scheiß U-Bahn kostet so viel wie unsere ganze Stromversorgung. Ist Wasser nicht, das ist harmlos. Die kompletten Straßen. Fahrzeuge und Dienstleister. Seit wann kosten die Straßen was? Das ist auch neu, oder? Nee, doch, Instandhaltung und sowas. Ja, wir machen Gewinn mit den Bussen. 1700. Oh, mit der U-Bahn aber auch. Also wir machen mit den Bussen mit mehr Gewinn. Haben wir ein Plusgeschäft. 1400 steckt mal rein. 2100 machen wir. Okay, mit der U-Bahn absolutes Minusgeschäft. 1500, 1600 kriegen wir. Und zahlen 10.000 rein. Okay, das ist absolutes Minusgeschäft. So, was ist denn jetzt eigentlich hier? Mit den also Nahverkehr auf keinen Fall. Nein. Nein. Die wird benutzt. Höher benutzt. Aber dann hätte ich keine U-Bahn machen sollen. Dann wäre ich bei Zügen, bei Bussen geblieben. Wasserverbrauch. Und die Richtlinie raus. Ich hoffe, wir rutschen nicht gleich ins Minus. Hostiverbot, Raucherverbot, Bildungsschub. Nein. Erhöht Steuereinnahmen etwas, Touristeneinnahmen moderat, verringert die Kriminalitätsrate, erhöht das Polizeibudget. Hey. Kann das versteuern? Wir machen mit dem Wasserverbrauch, mit der Wasserverbrauchregelung Minus? Es kostet so viel? Okay, nein. Wir haben genug Wasser. Das Ding kostet nichts. Nee, nee. Also, wir haben jetzt 15.000 plus gehabt und sind auf 5.000 minus. Also, das heißt, 20.000 hat uns das gekostet. Und unsere ganze Wasserversorgung kostet uns keine 20.000. Gibt es nicht. Raucherverbot, naja, treffen Sie eine Entscheidung zwischen einem der gesünderen Lebensstil und bürgerlicher Freiheit. Dadurch werden Ihre gesünder, aber sicherlich übernervös. Nee, die sollen zufrieden sein, meine Bürger. Nee, die können rauchen, ist ihre Entscheidung. Ich, ja. Nahverkehr nicht. Was ist Zusatzisolierung? Dank einer zusätzlichen Isolierschicht in ihren Wänden, Dächern benötigten Gebäuden zum Heizen weniger Energie, generieren aber wegen der höheren Bau- und Wartungskosten geringere Steuereinnahmen. Die brauchen weniger Energie zum Heizen. Aber heizungstechnisch tut uns da auch nichts weh. Weil tut uns nicht weh.